Hallo liebe Abonnenten und liebe Abonnentinnen. Um es mal ganz kurz vorab zu sagen, die nächste Minecraft-Folge kommt ja in ein paar Tagen. Vielleicht auch sogar schon heute oder morgen. Was ich euch mit diesem Video eigentlich sagen möchte, ist, dass ich insgesamt noch genau 2 Minecraft-Folgen besitze, die ich jetzt auch demnächst hochladen werde. Und dann jedoch erstmal keine mehr habe und auch für diesen Monat keine mehr aufnehmen würde. Der Grund ist, dass ich Windows XP auf meinem Rechner habe und Windows XP nicht wirklich aufnahmefähig ist mit Fraps und Hintergrundgeräuschen. Und genau das ist der Grund, warum man bei mir bei Minecraft auch immer keine wirklichen Hintergrundgeräusche hört. Das erstmal dazu. Ich werde mir dann zu Weihnachten Windows 7 zulegen. Und dann natürlich auch dann sofort wieder Minecraft aufnehmen, damit ihr auch eure Dosis bekommt, die ihr braucht von mir. Und ja, dann hoffe ich, dass das mit den Hintergrundgeräuschen alles wesentlich besser klappt. Und die Aufnahmen sich dann auch besser anhören. Deswegen erstmal bis Weihnachten müssen jetzt 2 Folgen reichen, wobei eine Folge über eine halbe Stunde, glaube ich, ja, über eine halbe Stunde müsste sie lang sein. Und das ist ja dann auch schon mal was. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Need for Speed The Run Let's Playen möchte. Dazu folgendes, ich habe mir natürlich Rezensionen zu diesem Spiel durchgelesen und sie waren allesamt schlecht. Das Spiel soll wohl eine scheiß Story haben, sage ich jetzt mal einfach so. Und der Storyverlauf soll innerhalb von 5 Stunden durchgespielt sein und nicht wirklich spannend sein. Also ich habe mir überlegt, die Demo gibt es natürlich für den PC nicht, ist ja klar. Aber da ich hier auch noch eine Xbox 360 zu stehen habe und es für dieses Format eine Demo-Version gibt, werde ich sie mir runterladen, sie spielen und werde gucken, wie mir das Spiel dann gefällt. Natürlich kann man die Steuerung mit der Xbox und dem Computer nicht wirklich vergleichen, außer ich schließe mir hier auch so ein Gamepad an, was ich wahrscheinlich nicht machen werde. Ja, dann werde ich entscheiden, wie mir das Spiel gefällt. Und ich denke mal, naja, wenn man die Rezession sich anschaut, das könnt ihr ja gerne mal machen, ihr könnt sie euch gerne mal durchlesen. Ich denke mal, da läuft es darauf hinaus, dass wir das nicht, oder ich das nicht let's playen werde und mir vielleicht dafür eher eine ältere Need for Speed Serie vornehmen werde. Also meine Lieblingsserie ist, mein Lieblingsspiel war ja sowieso Underground 2 und Carbon. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da irgendwie zueinander finden. Weil das mit dem Juice, das klappt ja nun anscheinend auch nicht so wirklich ganz. Abgesehen mal davon, dass sowohl bei Juice als auch bei, naja, bei Trackmania Sunrise und auch bei Minecraft, das sage ich jetzt schon mal vorab, alle Spielstände komplett verloren gegangen sind, weil meine Festplatte meinte, sie müsse sich verabschieden. Zum Glück waren die Aufnahmen nicht auf dieser Festplatte, sonst hätte ich die jetzt auch alle nicht mehr gehabt und 4 Stunden Minecraft-Aufnahmen wären weg gewesen. Ja, jedenfalls müsste ich diese ganzen Spiele nochmal von vorne anfangen. Und wie gesagt, bei Juice liegt es auch am Windows XP, was mit dem Spiel nicht wirklich kompatibel ist. Dieses Problem haben auch schon sehr viele vor mir gehabt. Das steht in Foren, das steht überall. Und ja, wenn ich mich da nochmal ranwage, wir werden sehen, also ob es auf Windows 7 besser läuft, ob ich noch Spaß an dem Spiel habe, weil das Driften bei dem ist wirklich grausamst. Das ist wirklich schlimm. Und ja, bei Trackmania Sunrise, ich weiß auch nicht, das ist so ein Spiel, das macht man sowieso, da verfolgt man keine Story, man hat nur Gold und man will die Goldmedaillen und das ist nicht wirklich spannend, weder für euch noch für mich. Es ist zwar ganz lustig, weil es auch mal was etwas anderes Rennspiel ist, jedoch denke ich, dass es einfach nicht wirklich für ein Let's Play geschaffen ist. Und deswegen könnte man sagen, wir haben daraus, oder ich habe daraus ein kleines Let's Test gemacht, wo man das angespielt hat und dann ist das gut. Also, man sieht den Storyverlauf und wer das Spiel so bombastisch findet, der kann sich das gerne holen. Ich find's gut, ich mag's, aber als Let's Play nicht wirklich. Ja, wie gesagt, ich habe hier
noch einige Need for Speed stehen. Von Underground 1 bis Pro Street sind alle dabei. Die letzten habe ich mir jetzt erstmal. Na, halt doch, Undercover habe ich auch noch. Das habe ich aber noch nie durchgespielt. Und ja, da werde ich mal gucken, vielleicht finden wir ja da noch was. Sonst komme ich hier noch an mit Rollercoaster Tycoon oder was weiß ich. Also, einige Auswahl an Spielen habe ich schon, so ist es nicht, aber ist es natürlich scheiße, wenn man so ein Spiel installiert und ja, man sitzt davor und es stürzt dauernd ab und wir haben alle 5 Minuten einen Blackscreen oder ihr seht ein Stadtbild und mein Computer sagt, nee, ich möchte das jetzt nicht mehr aufnehmen oder so. Das ist doof. Das macht dann für euch keinen Spaß, mir macht das keinen Spaß und ich meine, Let's Plays sind dazu da, dass man Spaß hat und ja, deswegen. Also, mehr vorab, wenn ich nach Weihnachten die neue Minecraft-Aufnahme starte, dann wird das in einer komplett neuen Welt sein. Das werdet ihr dann sehen. Das ist dann, ja, das ist ja dann nicht zu übersehen. Was ich mir überlegt habe, was ich vielleicht noch machen könnte, wäre, um keine neue Welt, bevor ich Windows 7 habe, anzufangen, meine Offline-Welt vorzustellen. Das werde ich sehen. Da habe ich ja auch schon einiges gemacht. Da wird man gucken, ob man das dann irgendwie hinkriegt. Und wenn nicht, dann ist auch gut, aber so, dass ihr dann da wenigstens was zu gucken habt und nicht sagt, na, die lädt ja gar nichts mehr hoch und jetzt deabonnieren wir wieder. Also, klar, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst das machen, dann macht das, aber ich verspreche hoch und eilig, vor Jahresende werden da auf jeden Fall noch neue Aufnahmen kommen und es ist ja auch noch diese letzte Special-Folge, womit dann sozusagen schon mal Minecraft 1.0 endet, so nenne ich es jetzt einfach mal, existiert ja auch noch und die ist ja dann auch dementsprechend lang, da könnt ihr dann Spaß beim Angucken haben. Und ja, ich werde dann auch versuchen, in der nächsten Aufnahme natürlich nicht so viel in Höhlen zu gehen und so lange zumindest. Bloß bei den neuen Map Generators ist es ja so, dass man, wenn man eine Höhle findet, man ja gleich eine Riesenhöhle findet. Da muss man dann gucken, ob man dann nicht alles macht oder. Das wird sich dann zeigen. Ja, so viel erst einmal dazu. Ich freue mich auf jeden Fall für alle die, also ich freue mich über alle die, die bis hierhin zugehört haben, die sich das bis hierhin angetan haben. Und ich würde sagen, dass dann auch ganz viele schöne neue Projekte kommen. Auch wenn das momentan nur nach Minecraft aussieht, dabei wird es auf keinen Fall bleiben. Das wäre mir auch zu langweilig, die ganze Zeit nur Minecraft aufzunehmen. Ja, und ich denke mal, dass das mit Need for Speed Run, das wird sich zeigen. Das werde ich sehen, wenn ich die Demo gespielt habe. Dann werde ich da vielleicht nochmal eine kleine Info geben. Aber so wie es momentan aussieht, scheint das Spiel nicht so bombastisch zu sein und dafür dann 50 € ausgeben oder so. Das muss dann auch nicht sein, also. Da spielt man dann lieber ein bisschen älteres Need for Speed, was aber dafür 5-mal so toll ist. Also, da könnt ihr euch ja dann, da werde ich dann nochmal sagen, welche ich alle habe und dann dürft ihr euch da eins aussuchen. Und ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr mir trotzdem treu bleibt, auch wenn jetzt erstmal eine Weile nichts wirklich Neues kommt. Und ich wünsche euch noch eine ganz wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit. Das Wetter ist ja irgendwie nicht so, zumindest schneit es hier noch nicht. Aber Nikolaus steht vor der Tür. Und ich hoffe, eure Stiefelchen sind schön geputzt und vor der Schuhe. Und dann gibt's auch Kekse. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Raikonai. Tschüss.